Ja, hallo zusammen, hier ist der Fluxkommandant 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir ein Replay von meinem Freund MJ1978 aus dem Clan NGN mit dem 8er Premium Jagdpanzer der deutschen Fraktion, den Rheinmetall Scorpion G, in einem 8er 7er 6er Battle auf der Map Klippe im Süden gestartet. Und wir haben hier 4 8er, 4 7er und 7 6er. Darunter haben wir 5 Heavys, 4 mittlere Panzer, 5 TDs, 1 Light, 0 Maliati. Ja, ihr bügelt hier mit den Scorpion G auf diese TD-Position im Süden. Und zwar, das wird wohl sein K5, K6. So in dem Dreh. Nehmt erstmal die ganze Sache ab. Hat hier 20 mal AP dabei. 490 Damage und 246 Durchschlag. Das war schon mal eine Fahrkarte. Reloadzeit ist 10,57, wie man sieht. 1 seit 2 Sekunden. Da reicht die Reloadzeit nicht aus. Und durch 2, 3, 4 Flieger fliegen vorbei. 5. Ja, Flieger. Grüß mir die Sonne. Ja, jeder kennt das Lied. Wunderbar. Weiter geht's. 5 mal APCA Premium Munition mit 311 Durchschlag. 5 mal HE dabei mit 630 Damage. 65 Durchschlag, kleines Meat-Kit, kleines Red-Kit, automatische Feuerlöscher, Schere und Tarnnetz. CS44 linzt da schon mal um den Berg drumherum. Dann müsst ihr gleich drauf kommen. 2:0, gegnerische Boogie ist weg. VK3601H ist weg. Okay. Da kommt er nicht drauf. Mission können wir mal schnell gucken hier. Oder will der CS44 langsam mal vorfahren? Da ist der CS44. Und da prallt er ab. Ja, das ist wieder typisch Jagdpanzerkanone des Scorpion G. Prallt einfach mal so ab. Am Siemer. In der Seite. Na klar. Warum auch nicht? So, jetzt erstmal 436. Ein leichter Lowroll. 205 Hitpoints. Bleiben die CS44 noch. 3:1 steht es bereits. Wir schauen mal nach der Mission. Das ist Block 14, eine harte Nuss und in Richtung Excalibur. Aber das ist auch schon mal weggefrühstückt. Ein schöner Hit auf den T25, der oben auf der Klippe steht am Leuchtturm. Konnte man 393 schenken. Da freut er sich. Ja. Es kommen zwei Replays hintereinander, also die Stats von diesem Game und von der nächsten Runde kommen dann zusammen. Ne? Zweimal Jagdpanzer, das nächste ist dann Jagdtiger, der 9er TD der deutschen Fraktion auf El Aluf. Aber jetzt sind wir hier bei Klippe. Hier passiert nicht viel. Ja, ich selber spiele den Scorpion G nicht mehr so passiv. Also es kommt immer drauf an. Ja. Jawohl, da haut er in das Hütchen rein vom T25 und kloppt den in die Garage. Erster Kill. 5:4. Der Schuss geht mal wieder daneben, das war wieder so klar. Ja, der hat einen Scorpion G, hat ja wie gesagt einen Nerf bekommen, ist ungenau geworden. Also ich weiß gar nicht, kann man gar nicht mehr Jagdpanzer nennen, außer dass er 60 km vorwärts fährt, 20 km rückwärts, 7 Grad geht die Kanone nach unten. Ja, Turm drehbar vollständig, 360 Meter Sichtweite, ist auch für einen Jagdpanzer ziemlich wenig, für einen 8er. So, jetzt hat er sich überlegt, doch nicht da stehen zu bleiben mit dem Nasos zusammen, sondern jetzt fahren sie auf die Gegner zu, mehr in die Mitte. Ist vielleicht auch eine gute Entscheidung, weil da kommt nichts mehr rum. Fährt direkt hier in die Mitte. F, E, 5 so. Und erstmal schön den IS-3 gefunden. Bisschen in Deckung fahren. Man braucht jetzt sich keine Sorgen machen. Kommt, ist ja keine Arti da. Und nochmal ein schönes Geschenk. Jawohl, 469 nochmal. Lauter Lowwalls hier. Hier auf die IS-3. Geht das? Und? Jawohl, dann nimmt er den IS-3 raus. Oder die IS-3, wie man es will. Zweiter Kill. Wir sind bei 2475 Damage.
9:5 steht es. Ein Scorpion. Der amerikanische TD erstmal gleich auch weggeklatscht. Ritterkill. Da oben steht noch ein Type 64 oben am Leuchtturm. Steyr. 7er TD und auch gleich rausgekloppt. Na wunderbar. Und waren ja nur noch 74 HP über. Egal, 4. Kill. 2832 Damage. Und Type-Mission hat er schon mal erfüllt. Jetzt geht's weiter vor. Ich muss mal gucken, wo der Type 64 da oben, ob er da rankommt. Ja, ja. Das müsste passen. Ah, ja, wunderbar. Da trifft man die Kanone. Endlich mal Belohnung. 5. Kill. Sehr wichtig, den Type 64 da rausnehmen. AT-15 auch raus. So, jetzt haben wir nur noch den Löwen. Löwen ist auch nichts mehr dran. Und ja, da kloppt er den Löwen raus. Und endlich mal ein Highhole. Da trifft er hinten den Turm. 514 Damage. 6. Kill. Krieger in der Tasche. Da haben wir die SU-100. Schönes Heck. Ja, und da kloppt das Munitionslager raus. Da gibt es eine Explosion. 7. Kill. Und wir sehen uns mit der 2. Runde. Ja, hallo zusammen. Ich begrüße Sie zur 2. Runde. Ja, MJ1978 aus der kleinen NGN. Diesmal der Jagdtiger 9er TD der deutschen Fraktion. MM10er, 9er, 8er Battle auf El Aluf im Nordosten gestartet. Und wir haben 3 10er, 6 9er, 6 8er, darunter 3 Heavy, 6 mittlere Panzer, 5 TDs, 1 Light, 0 Baliati. Munitionsverteilung hat er 20 mal AP dabei mit 560 Damage, 276 Durchschlag, 4 mal APC Premium Munition mit 352 Durchschlag. Wir gehen mal auf seine Sicht. Der Schuss gegen den Spotting Bush gegenüber, aber da steht nichts drin. Reloadzeit haben wir 9,25. Einziehzeit haben wir hier 2,2 Sekunden. Sichtweite 390. 38 km/h fährt das Ding nach vorne, 12 rückwärts. Kanone geht 7,5 Grad runter. Er schreibt Good Luck Lemming. Ja, das ist wieder Lemming Train hier. Wir waren bei der Munition. 12 mal HE hatte dabei. Schöne fette Kellen. 700 Damage, 65 Durchschlag. Mal schauen, wann er HE durchlädt. Kleines Mitglied, kleines Redgit und automatische Feuerlöscher. Jetzt schauen wir nochmal. Jetzt verlegt er sich erstmal. Und schauen nach der Mission. Block 14, eine harte Nuss. Ist immer noch dabei. Ein Teil der Mission hat er erfüllt. So, jetzt 7,5 Grad auf das Objekt. 140 kommt er nicht. Gegenüber steht P44 Bandera. Der ahnt noch nichts. Jawohl, erstmal 519 zum Anfüttern. Kette runtergezogen. Und in 3 Sekunden kriegt er gleich noch einen. Da gibt es noch Unterstützungsschaden. 399. Und klatscht P44 Bandera gleich mal raus. Ab in die Garage. Mach's gut. 1. Kill. Ja, was will man mit dem Klotz hier alleine anfangen? Den ganzen Trupp hinterherfahren? Na, da kann er bestimmt nicht drauf wirken. Da kommt nichts. Da macht auch keiner was auf. Naja, vielleicht fährt er wieder zurück. Nein, er legt sich da um. Fährt er jetzt doch zum Objekt. 140. Der Scherotier sieht noch nicht ganz so gut aus. Oh, was haben wir da? Och, ja, da kommt ein Auto vorbei. Da haut er das Auto raus. 2. Kill. Ein glücklicher Treffer. Auf den EWR 75 FL10. Scheinbar bringt der Lemmy Train doch was. Da kommt noch ein M46 Petten. Die Anhöhe hoch. Scherotier steht gegenüber. Fährt gerade runter, aber da kommt er nicht drauf. Das schafft er nicht. Da ist er weg. Ja, sag ich doch. Der ist dann weg. Ja. Nee, nee. Das wird nichts mehr. Dafür hat das Ding zu lange gebraucht. 5:3. Zwei Panzer im Vorteil. 6:3. Also, es scheint zu funktionieren, der Lemon Train. So, der 60 TP wird da überrannt. T230 Tortoise. Auf der Position D1.
Jupp. Schon mal raus, einer. 60 dB lebt noch. Da ist der Sheriff hier. Jetzt ist er natürlich aufgegangen. 8 zu 4. Noch nicht viel passiert. Jawohl, da prallt erstmal das Objekt ab. Ja, komm mal her. Jawohl, bitteschön. 547. Njam, 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 njam. Das ist lecker, wa? Komm her, kriegst noch einen. Gib gleich noch einen dazu. Halbieren wir nochmal deine Hitpoints. 10 zu 4. T54. Na, komm hoch. Noch ein Stück. Ah, da trifft er die Kette. Das war auch so klein. Auch hier Objekt. Objekt 140. Schmeißt Platzpatronen und holt sich erstmal 567 nochmal ab. Das und geht raus. Wunderbar. Und erstmal jetzt den T55. Ohne Schnaps halt. Prost. Mach's gut. Ja, T54. Wodka im Blut. Und gleich nochmal eine, der für voll. Und gleich geht das Ding raus. In 3 Sekunden. 3, 2, 1, meins. Nein. Leider weg. 11 zu 4. Ich glaube, das Gefecht gewinnen sie. M48 Petten weiß von seinem Glück noch nichts. Ja, komm mal hoch, da passiert nichts. Ah, das hat nicht wehgetan. Ach, wo? 577 erstmal schön in die Turmseite. Ah, da gibt es 236 zurück. Ja, soll er sich glücklich sein, soll er ein Tänzchen machen. Gleich bist du Geschichte. Mach's gut. Dritter Kill. M48 Petten in die Garage gekloppt und T54 möchte auch noch was haben. Die 213 Hitpoints, die nehmen wir auch noch mit. Nein, ist schon raus. Und das Game ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. Ja, da war ja nicht viel los. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift lassen wir mal so stehen. Dann leider war das nur erster Klasse. Dann Brandstifter, Wirkungsfeuer, 98.766 Credits. XP kommen später, Großkaliber und die Kriegermedaille ab den 6. Kill. Teamscore 3.770 Damage, 7 Kills, 1.120 Basis-XP. Dann kommentierten Report rein. 15 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 11 Mal durchschlagen. 1.681 Damage über 300 Meter. Gefahren ist 1,4 Kilometer. Dafür gab es 65.844 Credits abzüglich Munition, bleiben 82.716 über und das Ganze in 6 Minuten 25. Dann die Basis-XP mal 2 für den ersten Tagessieg. Dann Missionsbonus 1.680 XP dazu und Bonus für Fahrzeug dazu 168 XP. Ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, hinter mir laufen die Sirenen. Ja, und das macht zusammen 5.208 XP und 168 freie Erfahrung. So, das waren die ersten Stats und gleich kommen die nächsten. So, dann kommen wir zu den zweiten Stats. Ja, auch das war nur leider nur eine erste Klasse und da war ja auch nicht viel los. Er hat ja gleich am Anfang geschrieben, Lemmy Train und das Gegnerteam wurde überrannt und da kam auch nicht viel genug zusammen und ja, dann ist es halt nur erster Klasse. Ist halt so. Aber trotzdem eine schöne Runde. Dann haben wir hier Großkaliber und den Meisterschützen, also Tanksniper Meisterschütze. Dann Teamscore 4900 Damage, deswegen ist es auch eine gute Runde, ne? 3 Kills, 1076 Basis-XP, gemandierten Report rein, 12 Mal geschossen, 11 Mal getroffen, 10 Mal durchschlagen, 3392 Damage über 300 Meter, 880 geblockt, 965 Unterstützungsschaden. Gefahren ist er nicht viel, 550 Meter. Premium-Account hat er nicht, 40.088 Credits gab es dazu, Missionsbonus wieder 65.000 Credits dazu, abzüglich hier Repair und Munition bleiben 87.985 Credits über, Spielzeit 5 Minuten 45, deswegen haue ich auch beide Replays zusammen. Dann die Basis-XP für den ersten Tagessieg mal 2, macht 2.152 XP und 106 freie Erfahrung. Ja, zwei schöne, nette, kleine Runden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.